Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Palmsonntag, der Sonntag der Palmen oder besser der Palmzweige. An diesem Sonntag gedenken wir des Einzugs Jesu in Jerusalem. Nach dem übereinstimmenden Bericht aller vier Evangelien zieht Jesu vor seinem Leiden und Sterben feierlich in Jerusalem ein. Als Reittier benutzt er einen Esel und erfüllt damit das Wort des Propheten Zacharia, der einst prophezeite: Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Flügel der Geselin. Die Geste Jesu, sein Einzug in Jerusalem auf einem Esel und damit die Erfüllung des prophetischen Wortes, war von nicht zu unterschätzender symbolischer Bedeutung. Jesus unterstrich mit ihr seinen messianischen Anspruch. Er gab sich als kein Geringerer als eben jener König des Friedens und der Gerechtigkeit zu erkennen, den der Prophet verkündigt hatte. Die Szenerie, die uns die Evangelisten schildern, mutet indes merkwürdig ein. Wann gab es jemals in der Weltgeschichte einen König, der auf einem Esel daherkam? Jesus indes wollte gar nicht als machtvoller Herrscher in Jerusalem einziehen. Er hatte keinerlei politische Absichten. In Jesus Christus offenbarte sich nämlich ein König, der so ganz anders ist als die Könige und Herren dieser Welt. Ein König, der auf alle Symbole der Macht und alle herrscherliche Gewalt verzichtet. Ein König der Demütigen und Niedrigen. Ein König, der auf einem Esel daherkommt und seinem eigenen Leiden und Sterben entgegenreitet, damit wir gerettet würden. Und das Volk? Das Volk jubelte Jesus als den neuen David zu. Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Mit Palmzweigen in den Händen begrüßten sie Jesus. Ob die Volksmenge den bewussten Verzicht Jesu auf Macht, Gewalt und Reichtum erkannt hat? Die Evangelien schweigen sich hierzu aus. Wahrscheinlich erhofften sie sich in Jesus den lang ersehnten Messias, der Judäa aus römischer Hand befreite und das unterdrückte und geknechtete Volk zu neuer Blüte emporführte. Dafür sprechen die Palmzweige, die dem heutigen Sonntag den Namen gaben. Sie galten im ganzen Mittelmeerraum von jeher als Zeichen des Sieges. So wurde in der Antike ein Feldherr nach siegreicher Schlacht mit Palmzweigen begrüßt. Auch in Judäa wurde dieser Brauchtum gepflegt. Und der Einzug Jesu in Jerusalem ist auch eher ein Triumphmarsch nach siegreicher Schlacht, ein Tag des Jubels nach der Befreiung. Das Volk jedenfalls bereitete Jesus einen triumphalen Einzug. Aber aus welcher Schlacht ist der König auf dem Esel siegreich heimgekehrt? Wen hat er befreit? Christus kam als der sich erbarmende Retter. Die Schlacht, die dieser König zu schlafen hatte, stand ihm noch bevor. Christus schlug sie am Kreuz von Golgatha. Der messianische Jubel am Palmsonntag kommt deshalb eigentlich zu früh. Denn noch ist der Sieg nicht errungen. Ein Sieg, der so gar nicht vergleichbar ist mit den Siegen weltlicher Machthaber. Ein unspektakulärer, leichter Sieg. Ein Sieg, der aber alles veränderte. Es ist der Sieg der Liebe Gottes über die Sünde der Welt. Blicken wir am heutigen Tag auf Karfreitag voraus, dann ist der Palmsonntag also doch ein Tag des Jubels. Im Lichte des Kreuzes erkennen wir den, der den Tod besiegt hat und uns vor aller Schuld befreit hat.
Wir erkennen den König der Könige. Haben wir an Palmsonntag daher nicht allen Grund zur Freude? Die Antwort kann nur lauten, ja und nein. Ja, weil wir an diesem Tag in den messianischen Jubel einstimmen dürfen. Und nein, weil mit dem Palmsonntag die Karwoche, die Spielewoche beginnt, in der wir dem Leiden und Sterben Jesu gedenken. Noch einmal, während der Tage, wird die Passionszeit durch einen freudigen Zwischenruf unterbrochen. Und dennoch, unsere Augen richten sich am heutigen Tag unweigerlich auf Karfreitag und auf das Kreuz. Der heutige Predigttext nimmt die Spannung des Palmsonntags auf. Der Text steht am Beginn der Passionsgeschichte im Markus-Evangelium. Unmittelbar vor unserem Predigttext hören wir vom Todesbeschluss der Hohenpriester. Der Tod Jesu war schon beschlossene Sache. Im direkten Anschluss an unsere Perikope erfahren wir vom Verrat des Judas Iskariot. Mitten in die unzählige Verbindung eines Jüngers Jesu und der Hohenpriesterschaft hinein, mitten zwischen Verschwörung und Verrat, geschieht die unglaubliche Tat einer namenlosen Frau, die Salbung Jesu. Der Text findet sich in Markus 14, in Versen 3 bis 9. Er lautet: Und als er in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach: Lasst es mir Frieden. Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Während innerhalb der Mauern Jerusalems das Geschick Jesu zementiert wurde, befand sich Jesus selbst in Bethanien, einem kleinen Dorf vor den Toren der Stadt. Wahrscheinlich hatte er hier während des Passafestes sein Quartier. Wir erfahren, dass es sich im Hause Simons des Aussätzigen aufhielt und gerade beim Abendessen saß, als eine uns unbekannte Frau zu ihm herantrat, ein Glas oder besser gesagt eine Büchse aus Alabaster hervorzog, den länglichen Hals der Büchse zerbrach und kostbares Öl auf das Haupt Jesu goss, um ihn damit zu salben. Die am Tisch sitzenden Personen waren empört über die spontane Aktion der Frau. Was tut diese Frau da? Werden sich einige der Anwesenden gefragt haben. Für die Männer, die mit Jesus zu Tisch saßen, war das Verhalten der Frau schlichtweg unverschämt und gegen jegliche Konvention. Als Frau hatte man eine geschlossene Männerrunde nicht zu stören. Aber zum Erstaunen der anwesenden Männer tat die Frau noch mehr. Sie salbte Jesus mit einem luxuriösen Öl, das für damalige Verhältnisse ein Vermögen kostete. Der Gegenwert des kostspieligen Öls betrug stolze 300 Denare, immerhin der Arbeitslohn für ein ganzes Jahr. Kein Wunder also, dass die Männer über diese Verschwendung aufgebracht waren. Was hätte man nicht alles mit dem Geld anfangen können, dachten sie. Wie viel Gutes hätte man damit tun können? Voll Ärger schrien die Männer die Frau an. Was soll diese Verschwendung des Salböls? Immer wenn ich diese Stelle lese, denke ich unweigerlich an Bachs
Matthäus-Passion. Dort lautet der Text in Luthers noch unrevidierter Übersetzung: Wozu dieser Unrat? Wozu? Wozu? In Symbiose mit Bachs aufwühlender Musik wird der Text zu einer erschütternden Anklage. Wozu dieser Unrat? Wozu? Wozu? Aufwühlender kann man die Entrüstung der Männer nicht zum Ausdruck bringen. Die Kritik ist eindeutig. Keiner am Tisch Jesu kann verstehen, warum diese Frau so etwas getan hat. Aus der Perspektive eines frommen Juden ist die Reaktion durchaus verständlich. Wir befinden uns zeitlich innerhalb der Passafestwoche, in der man buchstäblich zu Almosen an die Armen aufgerufen war. Kein Wunder also, dass sich die Frau die gewaltige Kritik der Anwesenden zuzog. Aller Anwesenden? Nein. Denn Jesus nahm die Frau, die ihn gesalbt hatte, in Schutz. Interessant ist dabei seine Argumentation, die die Kritik der Männer aufnimmt. Jesus bestreitet gar nicht, dass Almosen an Arme wichtig sind und dass sie gute Werke sind. Aber das, was die Frau an ihm, an Jesus getan hat, übersteigt die Fürsorge für die Armen der Gesellschaft. Was die Frau getan hat, ist ein einmaliges, gutes Werk. Eine Tat der Liebe, die frei und spontan ausgeführt wurde. Ein Liebeswerk an Jesus. Was aber? So fragen sich sicherlich auch die Männer am Tisch, war das Besondere an der Salbung Jesu? Die Erklärung gibt uns Jesus selbst. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Die Sorge um die Bestattung eines Toten und insbesondere die Totensalbung ist nach jüdischem Verständnis das wichtigste Liebeswerk. Wir müssen hier bedenken, dass die jüdische Frömmigkeit zur Zeit Jesu zwischen Almosen und Liebeswerken unterschied. Almosen bestehen in einer Gegengabe. Liebeswerke hingegen erfordern den persönlichen Einsatz. Sie fordern die Person des Liebenden. Zu den Liebeswerken gehören zum Beispiel die Speisung von Armen, Krankenbesuche, Tröstungen von Trauernden und vor allem die Totenbestattung. Deshalb rangiert die Tat der Frau vor dem Almosen. Die Kritik der Männer ist somit scheinbar ungültig. Aber Jesus lebte ja noch, als er gesalbt wurde. Von einer Totenbestattung kann keine Rede sein. Haben also doch die Kritiker der Frau recht, wenn sie empört fragen, wozu diese Vergeudung? Nein. Denn im Gegensatz zu den Männern hat Jesus sein eigenes Geschick klar vor Augen. Er ist sich der Todesbedrohung bewusst. Von Anfang an ist Christus der zum Kreuz gehende. Seine Geschichte endet und gipfelt in seinem Kreuzestod. So steht in unserem Text nicht die jüdische Frömmigkeit oder Gesetzeslehre im Mittelpunkt, nicht der Unterschied zwischen Almosen und Liebeswägen, sondern einzig die Botschaft Jesu, der seinen Namen Tod ankündigt. Jesus selbst weiß um seinen Tod. Bis hin zu seiner Bestattung steht ihm das ganze Passionsgeschehen klar vor Augen. Nur deshalb kann er von einer Totenbestattung sprechen. Und insofern ist die Tat der Frau ein wirkliches Liebeswerk. Sie hat getan, was sie vermochte. Sie hat den Leib Jesu im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Sie hat das kostbare Salböl, den Luxusgegenstand, zum jetzt gebotenen Liebeswerk der Totensalbung Jesu benutzt. Sie hat das Öl also richtig vergeudet. Im Horizont des Kreuzesgeschehens ist an ihrer Tat nichts anstößig. Aber ihre Tat ist eine einmalige, unwiederholbare Tat der Liebe zu Christus. Almosen können jederzeit gegeben werden. Den Armen und Bedürftigen haben wir immer in unserer Mitte. Ihnen können wir immer helfen, wenn wir nur wollen. Mich aber, spricht Jesus, habt ihr nicht alle Zeit. Ausgerechnet eine Frau,
Eine sozial mindere Person hat dies erkannt und Jesus durch die Salbung in überwältigender und zugleich provokanter Weise gewürdigt. Überhaupt sind es die Frauen, die in der Passionszeit mutig ihren Mann stehen, bis hin zum Kreuz, während die Männer es vorziehen zu fliehen oder wie Petrus gar ihren Herrn verleugnen. Gerade von der Frau in Bethanien erfahren wir, was es heißt, Gott zu lieben. Ihre Tat ist direkte Gottesliebe. Solch eine Tat entsteht nicht als Gehorsam gegenüber dem Befehl, du sollst lieben. Das Liebesgebot, das Jesus Christus uns aufgetragen hat, ist sicherlich kein gesetzliches Kommando. Denn die Möglichkeit, dass wir Gott lieben können, ist uns Menschen nur dadurch gegeben, dass wir zuvor in Gott, dem Liebenden, gelebt haben. Unser Lieben, aber auch das Lieben der namenlosen Frau in Bethanien, kann deshalb nur Reaktion auf die Liebe Gottes sein. Im 1. Johannesbrief ist dieses Faktum in kaum zu überwiegender Klarheit in Worte gegossen. Es heißt, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Mit ihrem Liebeswerk hat die Frau direkt auf die Liebe Gottes, die in Jesus Christus auf ganz besondere Weise Wirklichkeit geworden ist, geantwortet. Sie hat als die Mächtigen dieser Welt längst das Todesurteil über Jesus gesprochen hatten, ein einmaliges, nicht zu wiederholendes gutes Werk an ihrem, an unserem Herrn getan. Sie hat Jesus im Angesicht seiner Feinde mit Öl gesalbt. Und was können wir tun? Zu uns spricht Christus ganz konkret: Ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Freilich, auf uns ist aufgetragen, Gott zu lieben. Weil Gott uns liebt, sollen auch wir ihn lieben. Das heißt nichts anderes, als dass wir unser Herz nur an ihn allein hängen sollen. Mit unserem ganzen Wesen, mit allem, was uns eigen ist, mit unserer ganzen Kraft, sollen wir Gott lieben. Nur sollten wir tunlichst die Gottesliebe nicht gegen die Nächstenliebe ausspielen. Uns gilt das Wort Jesu von den Armen, die bei uns sind, in besonderer Weise. Schauen wir uns doch um. Haben wir nicht genug Arme um uns? In der Fürsorge und Liebe zu den Armen, den Trauernden, den Klagenden, den Verzweifelten, den am Rande der Gesellschaft Stehenden, den Verfolgten und den Hungernden, können wir ein kleines Stück der Liebe Gottes zu uns zurückgeben. Können wir auf seine unbegreifliche Liebe zu uns antworten. Auf seine Liebe, die am Kreuz von Golgatha manifest geworden ist. Auf das, was am Kreuz für uns geschah, blicken wir am Montag, Palmsonntag voraus und sind eingeladen, in den Jubel über den Sieg der Liebe Gottes einzustimmen. Amen.